Die Bundesagentur für Arbeit in Sachsen ist derzeit am Limit des Leistbaren. Das sagte der Chef der sächsischen Staatskanzlei, Oliver Schenk, im Rahmen einer Telefonkonferenz in der vergangenen Woche. Hintergrund der Aussage waren Anfragen zur möglichen Beschleunigung der Bearbeitung von Anträgen zur Kurzarbeit. Daran sei, so Schenk, derzeit nicht zu denken, da eine regelrechte Antragsflut bei der Bundesagentur eingegangen ist. 45.000 Anzeigen auf Kurzarbeit im Freistaat Sachsen. Das sind über 40% unserer Betriebe, damit man das einordnen kann. Während der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, 2009 gab es insgesamt 16.000 Anzeigen. Wir sind also hier fast mit dem Faktor 3 unterwegs. Und in dem erfassten statistischen Zeitraum der letzten 12 Jahre gab es auch gerade mal etwa ein Drittel des Gesamtvolumens, was jetzt innerhalb von wenigen Wochen zustande gekommen ist. Ein enormer Druck also, der aktuell auf den Mitarbeitern der Arbeitsagentur lastet. Immerhin, so der Staatsminister, würden die Anträge auf Kurzarbeit im Freistaat innerhalb von 2 Wochen bearbeitet.